Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ach so, Moment, wir sind gerade hier in der Nähe beim Schmied. Bist du betrübt, Gunnar? Das bin ich. Svein war mir ein guter Freund all die Jahre. War? Was meinst du damit? Oh nein, Eivor. Du warst fort. Es tut mir leid, Svein verstarb vor nicht einmal 2 Tagen. Im Schlaf. Oh, nein. Wie geht es, Tova? Sie nimmt es schwer, sehr schwer. Du solltest mit ihr sprechen. Soweit ich weiß, hat sie sein Grab kaum verlassen. Wie dem auch sei, du brauchst wahrscheinlich was, Ja, eigentlich wollte ich jetzt keine neue Quest hier beginnen. Ich wollte eigentlich nur mal eben schauen Zeigst du wegen mir der deine Aufrüstung. Waren? So, ich bin gerade am Überlegen. Das haben wir auf Silber. Dafür brauchen wir Gold. Genau, Gold habe ich leider noch nicht gefunden. Aber es kann sein, dass das erst kommt, wenn man höhere Level hat. Spartanischer Bogen. Der ist komplett. Der ist auch komplett. Die Armschienen könnten wir verbessern. Wir haben 4 Stück. Da muss ich mal eben schauen. Den Helm könnten wir verbessern. Die Kapuze. Eigentlich könnten wir alles verbessern, wenn wir mal so schauen. Okay, wir fangen auf jeden Fall mit der Brust an, also mit dem Torso. Ich persönlich finde irgendwie, ja, da es eine größere Fläche ist, ist es vielleicht wichtiger. Ich habe keine Ahnung. Okay, und wir haben einen neuen Runenplatz. Das ist sehr gut. So, haben wir den auch schon mal auf Silber gebracht. Gut, den Jagdbogen, das wäre natürlich auch ganz geil, wenn wir den verbessern könnten. Aber den habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Leichter Bogen und so, das sind so Sachen, die ich eh noch nicht benutzt habe. Den Raubtierbogen. Ach, da brauchen wir nur Eisen für, sehe ich gerade. Den könnte man vielleicht mal verbessern. Ich habe hier doch irgendwo den Speer. Hatte ich nicht noch einen Speer? Nee, anscheinend hatte ich keinen in meinem, also im Berserker-Stil. Weil den habe ich schon mal benutzt, um Fische zu erledigen. Gut, muss man nicht unbedingt verbessern, aber kann man ja dann auch mal irgendwann machen. Gut, also den Torso haben wir jetzt erstmal verbessert. Dann würde ich sagen, ich habe keine Ahnung. Wir können noch 3 andere Sachen machen. Machen wir es einfach nach der Reihenfolge. Einmal die Armschienen. War das vorher eigentlich auch immer so mit diesen, mit dieser Silhouette? Ich habe ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Übrigens, wundert euch nicht, hier verändern sich die Werte natürlich nicht, aber wir bekommen dann immer 3 von diesen Klötzen dazu und dann können wir die bei uns im Menü wiederum verbessern. Also daran liegt es alleine nur. Ja, ich würde sagen, den Kopf machen wir definitiv auch. Haben wir noch 2, ne? Ja, dann machen wir erstmal den Kopf. Und die. Ach, das soll die Hose sein. So, und dann haben wir schon mal wieder alles weg, was wir eigentlich haben wollten. Jetzt werde ich aber mal eben gucken. Raubtierbogen. Angriff wird bei voller Gesundheit erhöht. Ich weiß nicht, ob ich ihn mal benutzen werde, aber da es sich jetzt hier nur um Barren handelt, werde ich die auch mal nehmen, wobei ich mir gerade noch Bereit nicht für die sicher bin. Schlacht. Ich muss erstmal eben Ich muss gucken. gehen. Bleib gesund. Das Kampfesglück sei dir hold. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich bin ich mir sicher, dass ich die nicht brauche. Ups, nein, das war wieder die falsche Taste. Dass ich die nicht brauche, um. Ich werde mich an diesen Controller, glaube ich, nicht so schnell gewöhnen. Um eine Verbesserung zu machen. So, wenn wir jetzt hier. Nee, da brauchen wir nur Leder und Eisen für. Gut, Leder haben wir auf jeden Fall genug. Die verbessern wir definitiv. Oh Mist, ich glaube, jetzt habe ich was benutzt. Genau, jetzt habe ich was benutzt, was ich gar nicht benutzen wollte und bin schon wieder rausgegangen. Oh, irgendwann kriege ich es nochmal hin.
So, jetzt kann ich die nicht mehr benutzen, weil wir die nämlich nicht mehr haben. Und genau das wollte ich eigentlich machen. Mist. Das war jetzt ziemlich dumm von mir. Runen haben wir immer noch nicht für den Bogen. Schade. Dann die Armschienen. Es gibt anscheinend überall nur zwei drauf. Die machen wir auf jeden Fall. Und das nächste würde nämlich dann diese zwei... Och, Mann! Ja, irgendwann werde ich es mal lernen, nicht immer rauszugehen. Okay, das können wir auf jeden Fall noch machen. Dafür haben wir noch die Ressourcen. Was ist hiermit? Der zeigt mir aber nur an, dass ich einen anderen Schild bekommen habe, glaube ich. Ja, das bringt mir natürlich nicht viel. So, da brauchen wir auch nur die Ressourcen. Und das nächste wäre nämlich dann mit den zwei drauf. Was ist hiermit? Das können wir noch gar nicht verbessern, ne? So, leerer Runenplatz. Haben wir da noch Runen? Natürlich haben wir noch Runen. Feuereffektivitätswiderstand. Definitiv. Ja. Ich habe schon sehr viele schlechte Erfahrungen mittlerweile mit Feuer gemacht. Da könnten wir auch nochmal Feuer machen. Schleichangriff. Gesundheit wäre natürlich auch nicht schlecht. Also das ist aber die ich schon da drin habe, glaube ich. Nee, anbringen. Ist doch nochmal zusätzlich eine. Ja, cool. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Gesundheit. So, da hätten wir noch was frei. Schleichangriffsschaden. Giftschadenwiderstand. Nahkampfwiderstand. Widerstand leicht. Fernkampfwiderstand. Fernkampfschaden. Ach, was lese ich denn hier? Ich würde schon fast sagen, dass ich hier nochmal Feuereffektivitätswiderstand mit reinsetze. Weil ich da, wie gesagt, ja schon mal Probleme mit hatte. Mit Feuer. Und auch gerne mal Feuer fange nebenbei bemerkt, wenn ich irgendetwas am Machen bin. Dafür hatten wir auch noch was. Genau, da können wir jetzt noch Schleichangriff, Giftschaden. Nahkampfwiderstand ist auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen. Nein! Hallo? Du solltest das doch auf den... Och, bist du denn blöd, oder was? Du solltest das so auf den anderen Platz machen. Was hast du mir denn jetzt hier rausgerissen? War da nicht Leben oder so vorher drin? Da, Gesundheit. Das war doch da drin, ne? So, da haben wir jetzt... Da haben wir nichts für. Und hier haben wir auch. Okay, perfekt. Dann ist die Quest noch drin. Die Quest... Ach so, Moment. Aber er meinte ja jetzt, ich soll mit jemandem sprechen. Das ist wahrscheinlich die hier hinten. Ah, damit alles nicht... Nee, das ist gar nicht die hier hinten. Moment. Wo ist denn die? Tragen der Fackel. Sprich mit Tova. Genau. Die ist da hinten irgendwo. War sie es doch, aber sie wurde mir ein bisschen komisch angezeigt. Okay. Ach so, ich habe, glaube ich, keine volle Adrenalinanzeige mehr. Jetzt ist sie wieder voll. Sehr schön. Tova, wo bist du? Irgendwo bei den Gräbern, nehme ich mal an. Ach, da hinten. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, von wem wir da eben gesprochen haben, aber sie scheint ihn ja zu kennen. Deine führende Hand. Mag ich nicht... Tova. Eivor, es ist Svein. Er starb, als ich fort war. Tova, tut mir leid, dass ich auch nicht hier war. Niemand war hier. Am Morgen wollten wir Teglas Fässer einbrennen und sprachen noch über unser Abendessen. Als ich ihn abholen wollte, lag er in seinem Bett. Ich dachte, er schläft, doch er war schon von uns gegangen. Ich bin sicher, er ging in Frieden. Aber er hatte noch große Pläne, so viel zu erledigen. Er hatte noch so viel vor. Sein Tod war so nutzlos. Nicht wie in unseren Geschichten. Welche Geschichten meinst du? Wenn wir Geschichten der Alten und Weisen erzählen, schwebt über ihnen diese zufriedene Ruhe. Sie wissen, dass ihr Ende gekommen ist. Und sie sind bereit. Svein war nicht bereit. Ich war noch nicht bereit dafür. Er wollte mir noch vieles beibringen.
Ich wollte noch mehr lernen. Jeder sieht mich an, als könnte ich einfach seine Arbeit weiterführen. Als wäre nichts geschehen. Weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, dass ich nicht bereit bin. Das Leben verlangt manchmal mehr von uns, als wir zu geben bereit sind. Wir können nur unser Bestes tun. Ich war nicht bereit, meine Eltern zu verlieren. Und doch wurden sie mir in einem Augenblick genommen. Ich hielt durch, weil ich leben wollte. Das muss hart gewesen sein. Aber du bist so stark, so entschlossen. Jemand anderes hätte sich vielleicht besser geschlagen. Oder schlechter. Doch das ist mein Schicksal. Also nehme ich es an. Ich weiß, dass Swain an dich geglaubt hat. An dein Können. Glaubst du auch an ihn? Vertraust du ihm? Er war der geschickteste Künstler, den ich je kannte. Und er wählte dich. Ob du an der Aufgabe wächst oder sie ablehnst, ist deine Entscheidung. Aber vergiss nie, dass er an dich glaubte. Vielen Dank, Eivor. Ich muss nach Hause. Sei stark, Tova. Vergiss nicht, dass wir dich schätzen. Der geschickteste Künstler? Heißt das jetzt, es war unser Tätowierer, den wir noch gar nicht geholt haben, oder wie? Du hast Tova viel beigebracht. Durch sie lebst du weiter. Das betrübt mich jetzt. Ich hätte vielleicht vorher den Tätowierer machen sollen. Wir können ihr natürlich auch folgen, aber sie geht so langsam. Ehrlich gesagt, da möchte ich jetzt nicht drauf warten. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt endlich, nach den vielen Verzögerungen, mit der Hauptquest jetzt wieder weitermachen können. Nein, ich möchte jetzt gerade noch nicht nach Asgard, weil ich noch ein paar andere Sachen... Ach so, aber ich habe noch was anderes hier oben vor. Zwar möchte ich den Trank nicht nehmen, aber ich möchte euch was zeigen, was ich jetzt endlich machen kann, was ich vorher ja nicht machen konnte. So, wir haben ja festgestellt, dass es hier so eine Art Geheimkammer gibt. Ich darf wohl wahrscheinlich nicht im Wasser stehen, nehme ich mal an. So, dann mache ich den explosiven Pfeil. Ich hoffe, ich stehe nicht zu nah dran. Natürlich stehe ich eigentlich zu nah dran. Dann kommen wir nämlich auch hier rein. Und ich dachte, dass wir hier irgendwas super Tolles finden. Aber dem ist anscheinend nicht so. Aber hier ist auf jeden Fall viel Eisen. Das ist schon mal gut. Vor allen Dingen gemäß dem Fall, dass diese Ressourcen eventuell dann auch wiederkommen. Das weiß ich nicht. Ich habe da noch nie so richtig drauf geachtet. Was ist denn hier mit? Kann man das nehmen? Nee, ne? Ich dachte, es wären so Heilkräuter oder sowas. Ich meine, das sind nämlich die Kräuter, die wir für den Trank eigentlich sammeln sollten. Nein. Du solltest aber in die Richtung schlagen, wo ich hingezielt hatte. Ja, das war jetzt dumm. Das war die falsche Taste. So, was haben wir hier? Ein bisschen Silber, okay. Botschaft auf einer Leiche. Verräter. Okay. Meinetwegen. Kann man die plündern? Sehr schön. Ich habe Stoff bekommen. Ich brauche noch einen Stoff, um endlich mal... Ich weiß gar nicht mal, was ich damit machen wollte. Ich glaube, irgendwas verbessern oder so. Ich habe jetzt so... Genau. Ich brauche noch einmal Stoff, damit ich noch einmal mehr heilen kann. Oh, das ist sehr geil, dass ich das jetzt hier bekommen habe. Ich weiß immer noch nicht, was es hier mit den Glühwürmchen auf sich hat. Du hast keine Glühwürmchen. Achso, ja, stimmt, das war das. Wir mussten die erst besorgen. So, ich würde gerne Folgendes wissen. Aber der hat hier gar kein Teil mehr, wo man ran konnte, oder? Kann ich also wahrscheinlich hier nichts ausbauen, nehme ich mal an. Ich habe nämlich überlegt, ob man hier eventuell zweite Stufe machen kann beim Stall. Aber dem scheint nicht so zu sein. Hatte ich das eigentlich schon gelesen hier? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gelesen hatte, aber ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Ja, wir werden auf jeden Fall mit der Hauptquest jetzt, wie schon mehrfach angedroht, weitermachen. Und dann werde ich nebenbei nochmal schauen, wobei das können wir vielleicht hier mal kurz gucken, wie viel ich hier an Ressourcen eigentlich habe. Ja, sehr geil. Also, wir können dann auf jeden Fall... Ja, das ist sie nämlich.
Oh, der Schmied, der Tätowierer ist gestorben, bevor ich den überhaupt gebaut habe. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Das hättet ihr euch echt für später wenigstens aufbewahren können. Eivor, hast du Werk gesehen? Oder wir machen was anderes. Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder. Werk sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken. Petra, ernsthaft? Ich versuche schon die ganze Zeit mit der Hauptquest weiterzumachen und jetzt kommst du wieder mit sowas an. Aber klar, wenn er natürlich irgendwo Not ist, müssen wir natürlich helfen. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Na, Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Ja. Wo soll das sein? Da hinten. Okay. Dann setz mal auf. Wir können gerne zusammen hinreiten. Kommst du mit? Ja, perfekt. Wir können natürlich wieder nicht schnell reiten, weil wir im Dorf sind. Aber das gibt sich gleich wieder. Was ist denn das hier vorne eigentlich? Ich muss mich hier vor allen Dingen mal so ein bisschen schlau machen, was jetzt was ist. Aber dazu muss man wirklich an jeden... Ach, ich habe mich nicht aufgeladen. Fällt mir gerade auf. Müsste ich gleich auch nochmal machen, weil ich habe ja jetzt einmal Adrenalin verbraucht. Wir könnten seine Spur verfolgen. Mit etwas Glück hat er keine Dummheiten angestellt. Ach, macht er so etwas öfter? Eigentlich nie. Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie ein Kind im Schilf. Ja, ich wusste, dass es hier wieder runter geht. So. Wollen wir mal schauen. Hier sind wieder Kühe, aber ich habe heute keine Zeit, euch Platz zu machen. Ich brauche zwar das Leder, aber wir müssen eventuell jemandem helfen. Da drüben. Er könnte in der Nähe Rast gemacht haben. Dann hat er Spuren hinterlassen. Hat er Spuren hinterlassen? Moment. Hilf mir. Achso, hier drin. Sei okay. Meine Augen. Bleib ruhig da sitzen, kein Thema. Ich schaue auch alleine nach. Oh nein. Eivor, hier drüben. Ja, aber da vorne ist doch was. Oh nein. Eivor, hier drüben. Ich gehe erstmal hier gucken. Oh. Werkzeuge? Falls sie Welch gehören, wieso sollte er sie hier aus seiner Tasche holen? Hier geht es unter die Erde. Wer weiß wohin? Lassen wir uns nicht beirren. Ich doch nicht. Komm mit. Vorsicht, Petra. Sieh dir seine Augen an. Mit dem stimmt etwas nicht. Ach, das ist ein... Oh. Was für ein beißender Geruch. Irgendwie berauscht. Ich erkenne ihn nicht. Ich kenne diesen säuerlichen Geruch, kann ihn aber nicht zuordnen. Es ist nicht der Duft des Todes, sondern irgendwie angenehm. Das ist die Kleidung von Werch. Die Hose ist nass. Hat sich wohl eingepisst. Ich dachte, die hat jetzt das Schwein untersucht, das Wildschwein. Och, Leute. Ich habe ein römisches Artefakt erhalten. Sehr schön. Waren das Schlangen? Ich sehe überhaupt nichts. Hallo. Schlangenei. Okay. Es waren anscheinend Schlangen. Was ist hiermit? Moment. Dreh ich mal um. Aber nicht wieder ins Feuer laufen. Könntest du das mal untersuchen, wenn ich auf Y drücke, Mädel? Werch war hier und hat sich offenbar eine Mahlzeit zubereitet. Ja, das würde ich gerne untersuchen. Lager verlassen? Wo könnte er hingegangen sein? Ach so, das hat sie jetzt quasi. Okay.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier sowieso nicht allzu viel. Kann man das noch untersuchen? Ja. Jemand wurde verwundet. Vermutlich ein Messerangriff. Eivor, komm hier entlang. Licht! Was hast du entdeckt? Jetzt, wo ich da unten ich nichts mehr machen gesehen, muss. Ich habe ihn gesehen, Eivor. Ganz in der Nähe. Wen, Val? Den weißen Hirsch. Den weißen Hirsch, der mich vor Jahren zu Werf führte. Er war dort. Ich habe ihn gesehen. Lauf nicht so schnell. Sicher? Hallo, Petra. Könntest du mal ein bisschen langsamer laufen? Wir haben nicht so viel Ausdauer. Das sind aber Schafe. Vielleicht hast du nur die weißen Schafe gesehen. Au. Petra, wo bist du? Eivor, ich bin hier. Komm. Aua. Petra? Hallo. Mimir, führe mich. Habe ich sie auch verloren? Finde Petra. Breite deine Flügel aus. Okay. Eieiei. Empfohlene Stärke 160. Ja, das macht einen noch Mut, ne? Was ist das denn da unten? Das ist der weiße Hirsch, oder? Moment. Den muss ich mir mal markieren. Zeig dich mir! Es wird dunkel! Der stand auch nur direkt vor mir. Okay, ich kann auch nicht speichern, das habe ich mir schon gedacht. Ich hoffe jetzt nicht, dass das ein Bosskampf wird. Weil wenn ich dafür Stufe 190 brauche, ist das schlecht. Er wird wissen, wo sie steckt. Frage den Hirsch nach Petra. Okay, das hört sich nicht ganz so brutal böse an. Hi. Hallo, weißer Hirsch. Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Eivor, schön, dich zu sehen. Was? Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht. Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Wie lebt es sich hier? Hier draußen, in den Hügeln und Tälern von Mercia. Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen. Wir suchen nach ihrem Bruder, Will. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Du meine Güte, ja. Wo könnte Will nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha! Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Jötner, hier in Midgard? Kehre zurück nach Jötunheim. Geh jetzt. Ach du Scheiße. Okay. Ah. Zumindest weiß ich jetzt, warum ich ein größeres Level brauche. Die Lunge raus. Vorher muss ich dich erstmal umholen. Was hast du Petra angetan? Sag es mir. Eivor. Halt ein! Ich bin hier! Ich bringe sie zum Reden, Petra! Ich muss die Wahrheit erfahren! Ich muss wissen, wo du bist! Eivor, ich bin doch hier! Du musst nicht mit den Kadavern sprechen! Ah, ja. Verzeih! Jetzt komm! Ich glaube, ich weiß, wo wir Berg finden werden! Ja, wo denn? Dort oben! Seine Spuren führen dort entlang! Petra, ich traf deinen alten Freund, den weißen Hirsch! Doch er verschwand vor meinen Augen, noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Eine Schande. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Oh, sieh dort! Die klingt irgendwie leicht besoffen. Welch seltsamer Seder, Petra. Wo bist du? Also irgendwie ist das alles ein bisschen extrem seltsam, aber irgendwie auch ein bisschen gruselig. Eivor, komm! Ich bin hier oben! Petra? Wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach.
Versuch es selbst. Wie soll ich das denn machen? Schon wieder? Wie geht das? Das ist ziemlich beschugger irgendwie. Wie soll das gehen, Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Ja, und dann? Okay. Oh, oh. Nein, nein, nein. Zu weit. Zu weit. Unglaublich. Du hast es geschafft. Genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Werch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Werch hier ist? Ich sehe niemanden. Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Sind Natürlich. Wir hier bei Alice im Wunderland? Die Kaninchen. Hilfe. Also wenn das jetzt noch ein weißes Kaninchen ist, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen. Hier greifen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen, um uns zu zerfleischen. Oh nein. Das sollte man nicht sagen. Die Wolfgeister sind erwacht. Guten Tag, Herr Eich. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder Berg gesehen? Verflucht! Der spricht hier Kaninisch. Petra, rasch! Ich verstehe. Vielen Dank für deine Hilfe. Habe ich ein Eichhörnchen erledigt? Hey, nur! Der Hirsch ist zurückgekehrt. Da, siehst du ihn? Der weiße Hirsch. Er führt uns zu Werch. Genau wie damals. Ich sehe ihn. Und ob? Komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher. Also ganz ehrlich, so wie die ganze Zeit redet und alles und wie sich hier alle benehmen, denke ich, dass ich noch da unten bin, dass ich nur Halluzinationen habe oder sowas. Das ist irgendwie ein bisschen extrem seltsam. Nein, bitte nicht. Verschwinde nicht. Noch nicht. Erst müssen wir Werk finden. Nein, nein, geh nicht! Warte, wir sind zu Hause. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Also wonach suchen wir? Werch? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg. Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast eingelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Ich wusste es. Auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebeln mir diese Pilze noch den Kopf, aber das ist echt schön. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen. Ja, habe ich dann mit meiner Vermutung doch irgendwie recht gehabt. Es waren Pilze, die der Grund dafür waren, dass wir uns alle hier so seltsam benommen haben. Aber sie klang auch die ganze Zeit so, als wäre sie besoffen. Das habe ich ja direkt von Anfang an gesagt. Und als dann noch die Kaninchen kamen und ich gesagt habe, wenn das jetzt noch ein weißes Kaninchen ist, ja. Aber es war auf jeden Fall mal eine lustige Quest. Schade, dass wir die Hauptgeschichte nicht weitermachen konnten. Aber ja, trotzdem vielen Dank an die Macher für diese Quest, weil die wirklich sehr toll und sehr lustig war, wie ich fand. Ich hoffe, dass wir jetzt keine weiteren Störungen mehr haben werden. Ich werde mich nämlich jetzt wieder auf in die Siedlung machen und hoffentlich dann endlich mit der Hauptquest weitermachen können. Bis dann!
Ciao.